wie du auf Beschwerden reagierst und Lösungen fördern kannst. Beschwerden können eine Gelegenheit sein, eine bessere Bindung zu der Person aufzubauen, Verständnis zu ernten, zu zeigen und somit sogar eine Lösung zu fördern. Hier ein paar effektive Ansätze, um das hinzubekommen. Höre aktiv zu. Ermutige die Person, ihre Beschwerde vollständig auszudrücken. Stell die richtigen Fragen, analysiere, gib ihnen den Raum, tritt gerne zurück und lass sie aussprechen. Sage sowas wie, ich verstehe, dass dies ein wichtiges Anliegen für dich ist. Erzähl mir bitte mehr darüber. Vermeide auch defensives Verhalten. Das klingt nach einem ernsten Problem. Sowas könntest du zum Beispiel sagen und somit das etwas zu unterstreichen. Du willst ja mehr Informationen rausziehen und empathisch wirken. Lass uns gemeinsam tiefer in dieses Thema eintauchen, um herauszufinden, woher das gekommen ist. Erzähl mir mehr. Versuche folglich auch den tieferen Sinn, den Ursprung zu verstehen, woher das Problem gekommen ist. Hilf denjenigen, die sich beschweren, sich herauszufinden, was sie beschwert. Und wo sie diese Last auch abladen können. Sie glauben, sie tun es jetzt gerade bei dir. Aber gegen Ende erforschen sie bloß gerade ihre emotionale Lage. Und zwar mit dir. Frage sowas wie, was genau hat zu diesem Gefühl geführt? Oder was genau hat dich dazu gebracht, so zu empfinden? Woher kam das? Und wenn du auch das lösungsorientierte Denken anregst, bist du wirklicher Profi. Hier ein Beispiel. Welche Lösungen hast du bisher in Betracht gezogen, um aus diesem Dilemma rauszutreten? Ich bin mir sicher, du hast dir ein paar Gedanken schon dazu gemacht, nicht wahr? Wie könnten wir gemeinsam dieses Problem angehen? Wer muss das hören? Du weißt Bescheid. Schick's gerne weiter und folg mir für mehr Kommunikationstechniken.